Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es um eine Grafikkarte und zwar um die MSI GeForce GTX 1080. Wir werden jetzt die Grafikkarte von meinem Rechner austauschen. Ich habe die 980er drinne, ebenfalls von MSI, und die werden wir jetzt hier in dem Rechner einbauen. Ich habe da richtig viel Geld investiert. Da ist ein 6-Kerner Core i7 drin, 5930K mit 6x3,9 GHz, 32 GB Arbeitsspeicher und auch sehr schnelle SSD-Festplatten. Ich werde jetzt gleich die Grafikkarte ausbauen und die neue einbauen. Beides, wie gesagt, sind von MSI. Und die Grafikkarte, die ich dann habe, die ich dann einbauen werde, soll einen deutlichen Leistungsschub bringen. Selbst die 980er GTX ist natürlich sehr, sehr schnell. Ich habe dementsprechend auch Hardware, dass das Ganze nicht ausbrennt. Spiele werden auch sehr schnell geladen. Ich habe auch eine M2 SSD-Festplatte von Samsung drin. Und die erreicht 3,5 GB in der Sekunde an Lesegeschwindigkeit. So, jetzt bauen wir die GeForce GTX 1080 ein. Hier nochmal die Spezifikationen: 8 GB Video RAM, DirectX 12 Unterstützung hat die Grafikkarte von MSI, die GeForce GTX 1080. Ja, jetzt habe ich den PC jetzt aufgemacht. So sieht das Ganze bei mir drin aus. Hier habe ich einen 850 Watt Netzteil, weil mindestens 500 Watt sollte die Grafik 500 Watt sollte die haben für die Grafikkarte. Hier sehen wir noch die alte Grafikkarte, da sehen wir die 980 GTX, ebenfalls von MSI. Vom Design her ähneln sie sich sehr, sehr stark, das werde ich euch gleich zeigen. Hier haben wir zum Beispiel hier noch eine M2 SSD-Festplatte, die diese enorme Schreibgeschwindigkeit und Lesegeschwindigkeit erreicht, 1 Terabyte. Dafür braucht euer Mainboard einen M2-Schacht sozusagen. Da oben haben wir einen Noctua-Kühler für den CPU. Und wir bauen jetzt, oder ich hole jetzt mal die Grafikkarte da raus aus dem PCI-Express-Steckplatz. Da seht ihr schon, die ist schon relativ groß, die Grafikkarte. So, jetzt starten wir mal das Ganze und lösen jetzt die Schrauben auf von der GeForce 980 und bauen das jetzt gleich aus. Erstmal natürlich die Stromversorgung. Das sind 2x8 Pin Stromsteckplätze quasi. Also die Grafikkarte braucht 2x8. Die habe ich jetzt entfernt. Jetzt muss ich noch die Schrauben entfernen, die die Grafikkarte dann an das Gehäuse befestigt. So, dann schauen wir mal, es müssten zwei Schrauben sein. Zwei Slots werden ja quasi belegt durch die Grafikkarte, die sehr, sehr wuchtig ist. So, jetzt entferne ich mal die Schrauben. So, dann entferne ich mal auch die andere Schraube. Ganz wichtig natürlich, den Rechner vom Netzteil komplett rausnehmen, dass da kein quasi noch Reststrom in dem Gehäuse ist. Nicht, dass ihr einen Stromschlag benötigt. So, jetzt gucken wir. Die Karte ist jetzt schon lose. Schauen wir mal, ob ich jetzt die Karte jetzt rausziehen kann. Ja, ich schau mal erstmal, ja. Die ist lose, die geht aber noch nicht ab. Ach ja, hinten habe ich ja noch den DVI-Eingang bzw. die HDMI-Kabel quasi noch nicht rausgeholt. Die entferne ich jetzt von der Karte. Jetzt brauche ich ein bisschen Kraft, damit ich jetzt die Karte rausholen kann. Weil das ist wirklich richtig fest am Gehäuse, auch weil die ist auch relativ groß und wuchtig, die Karte. So, jetzt haben wir es fast schon raus, aber da sieht er schon, es ist auch ziemlich eng in meinem Gehäuse. Ich habe den BeQuiet Silent Base 600 Tower, selbst der ist für die Grafikkarte noch einigermaßen groß genug. So, jetzt habe ich die Grafikkarte entfernt, jetzt schaue ich mir mal den PCI Express Steckplatz an, da hat sich was gelöst. Die Befestigung, die werde ich jetzt anbringen, zum Glück ist der jetzt nicht kaputt gegangen dabei. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu feste gezogen. So, die mache ich jetzt wieder dran.
an dem Mainboard, an den PCI Express Steckplatz. Ja, sieht auch gut aus. Das ist die 980 GTX von MSI. So sieht die aus. Und die 1080, die sieht auch fast genauso aus. Die ist noch ein bisschen wuchtiger sogar und schwerer. So, jetzt haben wir die ausgebaut. Ja, und jetzt kommen wir zu der 1080 GTX. Die packen wir jetzt mal aus seiner Verpackung raus. Und ich zeige euch mal, wie die Karte da, die 1080er, aussieht. Vom Design her tun sie sich nicht viel. So, das ist die Verpackung nochmal. Schön in Rot und Schwarz gehalten. Holen jetzt die Grafikkarte raus. Ziehen mal das mal komplett raus. So, dahinter verbirgt sich jetzt die Grafikkarte, da haben wir sie. Die holen wir mal aus dieser Schutzhülle mal raus. So sieht die aus, also wuchtig, fast das gleiche Design, also vom Aussehen her in Schwarz und in Rot, da sehen wir es. Also so große Unterschiede werdet ihr da nicht erkennen von den beiden her. Da sehen wir es nochmal. Beide fast gleich schwer, nur die neue, die 1080 GTX, ist ein bisschen schwerer und die ist noch minimal ein bisschen länger, hat den Anschein. Jetzt werde ich den mal jetzt an dem PC, jetzt an den PCI Express Steckplatz jetzt anbringen und verbinden. Ist gar nicht so einfach, weil es passt gerade noch in das Gehäuse, also die Karte dürfte jetzt nicht 2-3 cm länger sein, dann hätte ich ein Problem gehabt. Also ihr braucht schon einen Tower, der viel Platz hat für die Grafikkarte. So, jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt müssen wir die jetzt nämlich richtig befestigen. Noch nicht ganz. Ich schaue nochmal zur Sicherheit. Ja, ich glaube jetzt sitzt er besser. So, jetzt, ja, jetzt ist die Grafikkarte drin. Jetzt müssen wir die jetzt nur noch mit den Schrauben befestigen. Aber erst, da ist der Stromanschluss quasi. Aber ich befestige erstmal die Grafikkarte mit den Schrauben an dem Slot. Wo ich meinen Schraubenzieher, wo habe ich den? So, jetzt Schraube rein und befestigen wir mal das Ganze, weil die Karte soll ja bombenfest am Gehäuse sitzen, an dem Steckplatz sitzen. So, da ist mein Schraubenzieher. Jetzt feste zudrehen. Meine Hand zittert ein bisschen. Ist ein bisschen schwierig. Handwerklich begabt bin ich nicht so gut, aber wenn es um sowas geht, dann funktioniert das eigentlich recht gut. So. Justieren wir das Ganze mal ein bisschen. So, drehen, drehen, drehen. Damit festziehen quasi, festdrehen. Damit die Grafikkarte so wenig wie möglich vibrieren kann und richtig bombensicher sitzt. So. Jetzt die andere Schraube. Wie gesagt, zwei Slots werden hier belegt durch die Grafikkarte. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Ja, Fummelarbeit ein bisschen. Also man sollte auch nicht zu große Hände oder zu große Finger haben. Das ist wirklich richtig Fummelarbeit. So, jetzt drehen wir den auch beziehungsweise ganz fest, schrauben wir den ganz fest zu, damit die Grafikkarte auch richtig gut befestigt wird an dem Slot. So, ja, es bewegt sich zwar ein bisschen, aber das ist jetzt normal. Ich schaue nochmal, alles klar, es ist, die Verbindung ist da. Ja, ich nehme mal die Kamera.
So sieht es jetzt aus. Ups. So, die Grafikkarte ist jetzt am Gehäuse. Da kann man sehen. Also ich habe da überhaupt keinen Steckplatz mehr übrig. Einen habe ich noch, aber den nutze ich nicht, weil der M2-Slot nutzt die PCI-Express-Anbindung. Da würde die Geschwindigkeit leiden von der M2-SSD. Deshalb nutze ich den nicht. So, jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Grafikkarte auch Strom bekommt. Dafür verbinde ich das mit einem 6-Pin-Stecker hier. Der braucht 6 zu. Und da kommt die 8-Pin-Verbindung. Da haben wir es. So, soweit fertig. Jetzt müssen wir gucken, dass es läuft. So, jetzt starte ich den Rechner. Sehen wir schon, leuchtet. Das ist ein gutes Zeichen. Also Strom bekommt die Grafikkarte. Also der Anschluss funktioniert. Und gucken wir mal gleich, ob Windows auch die Grafikkarte auch richtig erkennt. Weil ich hatte den Treiber von der 980 GTX, aber das ist der gleiche Treiber, der auch für die 1080 GTX ist. Da dürfte kein Problem sein mit der Grafikkarte. Ja, da sehen wir, es leuchtet schön. Die Twin Frozen quasi Radiatoren laufen. Alles scheint gut zu laufen und zu funktionieren. So, jetzt schauen wir uns das mal am Rechner an. Der Rechner startet. So. Ja, ich habe jetzt ein bisschen vorgespult. So, jetzt bin ich unter der Windows 10 Oberfläche und läuft alles einwandfrei, keine Fehlermeldungen, gar nichts. Und ich gehe jetzt gleich mal zum Gerätemanager und gucken wir mal da. Also, die GeForce GTX 1080 hat also Windows erkannt, hat alles funktioniert. Ja, das war es eigentlich so. Bin ich jetzt fertig mit der 1080 GTX? Für einen Daumen hoch und für ein Abo würde ich mich freuen. Kommentare natürlich könnt ihr auch hinterlassen, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt. Bis dann.